Alter. Easy. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei uns. Wir spielen heute Outlast, ein Horrorgame. Und ich muss sagen, Horrorgames haben mir nie wirklich besonders gelegen. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht unbedingt nicht gemocht, sondern eher, ja, ich fand es einfach nicht interessant. Nicht, weil ich mich jetzt irgendwie nicht gern grusel oder so, sondern einfach, ja, die ganze Thematik hat mich gar nicht so angesprochen. So, jetzt kommt Phasmophobia. Phasmophobia hat so ein bisschen ein Gefühl geweckt, was so ein bisschen, ja, neu war. Dieses Gruselgefühl. Und ich sag mal so, davon wollte ich mehr. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und auch ein paar Freunde gefragt, wie es denn jetzt ausschaut, könnt ihr da was empfehlen? Und da taucht sehr häufig Outlast auf, tatsächlich. Und ja, wie es der Zufall will, in der Steam-Bibliothek war es. Deswegen, let's go! Und, ach du Scheiße. Wir spielen das Ganze mal auf normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja, nice. Tolle Grundvoraussetzung. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, jetzt aber, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist ein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja. Darauf ein Schlückchen. Nervenkaffee. So, ich bin echt gespannt. Ich habe mich nicht großartig informiert zu dem Spiel selbst. Ist auf jeden Fall schon ein paar Tage alt. Hubschrauber. Okay. Schlechter Empfang. Mountain Massive Asylum. Da sind wir wohl angekommen. Die Maus ist auf jeden Fall sehr schnell. Ohne Moli. Oh, der Tank ist aber auch schon bald leer. Ja, wir sind schon auf Reserve. Ah ja. Holy shit, ist die Maus schnell. September 17, 2013. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Psychiatric? Naja. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric. 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 Psychiatric? In Mount Massive tätig, breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Dafür sind wir da. Okay.
Dann schauen wir mal. Okay. Ah ja. Camcorder funktioniert. Ist auf jeden Fall. Was ist deine Ziele, wenn du eine Notizblocktabulator aktualisiert? Dort findest du deine Notizen N und gesammelte Dokumente J. Okay. N. Okay. J. Der Informant. Ah ja, okay. Alles klar. Oh Gott, ist die Maus schnell. Da müssen wir jetzt trotzdem noch mal ganz kurz hier. Ist das die Blickempfindlichkeit? Wir schauen mal. Die Lautstärke lassen wir mal. Kommen wir immer noch sehr schnell vor. Holy moly. Schon besser. Okay. Wir gucken da nochmal rein. Wir gucken da nicht mal rein. Wir gehen mal direkt ans Werk. In die gute Stube. Linke Maustaste, um die Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt, um die vorwärts zu machen. Okay. Machen wir mal schnell. Okay, das hat nicht geklappt. Hallo? Ja, gut. Vögel fliegen. Alles klar. Gut, gut, wir rennen. Haupteingang? Werk. Was ist mit den Türen? Das funktioniert noch nicht so. Oder kommt man da hoch? Okay. Dann kommt man anscheinend nicht rein. Sehr schön. Militärfahrzeug. Auch am Start. Sehr schön. Nehmen wir halt den Haupteingang. Was soll's? Okay. Einmal die Tür. Ist nicht so leicht, wie ein Phasmophobia. Okay. Was ist denn hier los, Alter? Hier übelst die Geschosse hier auf dem Parkplatz stehen. Nice. Ah ja. Okay. Speichert. Das ist doch schon mal gut. Dann nehmen wir halt den Eingang. Als ob. Soll ich denn da jetzt reinkommen? Jetzt sagen, ich soll zoomen, dann wollen die doch, dass ich irgendwas sehe. Also ja, klar. Ach so, okay. Ja, genius. Let's go. Dann gehen wir doch da mal rein. Dann wollen die doch mich auf irgendwas aufmerksam machen. Okay. Ja, auf jeden Fall noch ganz fit, der Gute. Also, so richtig Höhenangst habe ich ja nicht, gell? Aber das ist schon ein bisschen ein ungutes Gefühl. Oder jetzt? Ah, sehr schön. Als ob der jetzt hier die Binnen rausfliegen. Mich verarschen. Steuerung müssen wir noch ein bisschen üben. Da bist du.
Macht er da Notizen jetzt? Nee, macht er nicht. Was ist denn? Okay, wir gehen mal weiter. Ah, like a boss. So, okay. Was haben wir denn da? Eine Batterie. Okay. Was macht der so komische Geräusche? Was ist da? Ah ja. Alter. Cool. Das sind so die Kleinigkeiten. So, Hallöchen. Ah ja. Was haben wir denn hier Schönes? Projekt Wallrider. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Alter! Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM, NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkungen. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Drager entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Drager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Drager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt werden und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff, bla bla bla, Psychiatric Systems, Project Warrider, Mount Massive, CO. Schließen. Alles klar. Die haben auf jeden Fall hier schon mal grundlegende Probleme und nicht mit dem Computer in der Bier, nee. Auf jeden Fall alles sehr strange. Oh shit. Hab ich jetzt auch Blutstapfen gemacht? Da ist jemand austreten gegangen. Wollen wir schauen? Wir gucken erstmal rein. Als ob. Kollege, da will ich... Nein. Okay. Das entspricht nicht den Hygienevorschriften. Ja. Okay. Ab in den Luftschacht. Oh Gott. Kollege? Wo war das jetzt? So, bin am Start. What the? Hast du deinen Kopf verloren? Was ist hier los? Oh. Oh.
Scheiße. Kein Bock auf Bibliothek. Das ist... What the heck? They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors for the security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Sicherheitsfirma Varianten. Obwohl der. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey Leute, ich bin weg. Kein Bock auf die Scheiße hier. Alter, komm, mach die Tür auf, Mann. Keine Zeit zum Müll. Erstmal tief durchatmen. Moment. Schlückchen. Was zum Teufel war das? Come on. Ah. Ja, komm, mach halt auf. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, Moment. Ich habe Notizen gemacht. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja, das wäre nicht schlecht zu wissen. Dann wären wir nämlich gar nicht erst hier rein. Natürlich wären wir hier rein. Alter, was denkt ihr denn? Moment, erstmal hier das Ding ausschalten. Wir müssen Akku sparen. So, mit diesen Sachen, die da rumliegen, kann man ja nicht interagieren. Little fake. Komplett, ja. Komplett. Bin ich tot? Nee. And who are you then? Nee, wer bist du? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. Ach du Scheiße. So, das Ziel steht immer oben drin. Und hierfür brauche ich... Okay. Eins nach dem anderen. Was haben wir da? Wahrscheinlich nichts Gescheites. So, betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Alle staatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert. Die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihrer Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS
oder aufgrund der Umstände die entsprechenden Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. Die wissen, was sie machen. Die wissen auf jeden Fall schon mal, was sie machen. Der macht nichts mehr. Definitiv nicht. Gehen wir erstmal hier IT checken, beziehungsweise schauen wir mal, was sie da so für Hardware verbaut haben. Gibt's hier irgendwas? Irgendwas, was ich mit... Eieieiei. Junge, du siehst auch nicht mehr so fit aus. Vielleicht den Eingangsbereich nochmal filmen sollen. Wahrscheinlich. Warum ist hier überall Loot? Kotzt mich an. Halte. Soll ich mich jetzt zur Seite lehnen? Hallo? Guck. Oh shit. Ich das wieder? Das muss ich jetzt aber mal testen hier. Lass mir keine Ruhe. Na, Tatsache. Junge! Okay, beruhig dich, gerne. J. Okay. Wieder Projekt Wallrider. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen und Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Uiuiui. Extensive Dermaleruptionen. Ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm... Was? Die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren paritalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer, physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay, das ist den... Das ist jetzt schon wieder... Will ich da jetzt erstmal weitergehen? Ich meine, ich will erst nochmal kurz in den Hauptraum schauen. War das vielleicht vorhin der Typ, der da rummarschiert ist? Oh, warte mal. Nee. Was sitzt denn dort? Okay, wir gehen jetzt erstmal... Wir gehen jetzt erstmal in den Keller. War ja klar. Gehen wir mal hier lang. Was haben wir denn hier? Security Room, na das klingt doch... Holy shit! Junge, was ist mit dir los? Ah ja. So, alles dokumentieren hier. Wichtig. So, ich habe Notizen, glaube ich, gemacht. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Also das ist er wahrscheinlich wieder.
Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch die Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohltut alles wäre. Das sind ja meine Notizen. Also das war der Prügel-Johnny wahrscheinlich. Was ist denn hier schon wieder los? Lager oder was? Da. Ach, Scheiße. Was leuchtet da? Was haben wir da? Ah ja, wieder Batterie. Hoppa! Was ist? Ja, gibt neuen Weg. Junge, ne? Wenn du hier aufmuckst, beim nächsten Mal bin ich gefasst. Dann kriegst du einen auf den Kopf. Alla. Junge. Guten Monitore. Alter, diese Ventilatoren, ey. Schlüsselkarte. Scheiße. Okay. Da ist der Kollege hinmarschiert. Aber noch nicht rein. Okay. Hier sieht es immer einigermaßen ordentlich aus. Am Arsch. Was haben wir da? Okay. Huch. Sehr geehrte Damen und Herren. Aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial vom Projekt Warrider verbleibt unverändert hoch. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend und eindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Warrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an dem Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter dem Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert, doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granate. Granate. Murkoff Schadensabteilung. Eie. Junge. Das war der Riese? Dem werde ich was erzählen. Ich verspreche es dir. Natürlich. Der schließt auch immer ordentlich ab. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Kann er nix? Geht er rein? Ey, hab ich dir jetzt zugemacht? Bin so blöd, eine Tür aufzumachen. Jetzt hier nach. Das müssen wir natürlich ausschalten, ne? Sonst ist nämlich gleich Algo futsch. Okay. Holy shit. Mein. Ist gut gemacht, das Spiel. Gefällt mir. Da rein. Es ist natürlich alles abgeschlossen. Mann! Ah ja. So. Okay. Als ob der noch lebt. Der lebt? Irgendwie mit dem interagieren will ich. Und der hat keine Augen. Kuckuck. Muss weg.
haben noch Augen. Ist es der? Käsereibenmann. Ach du Scheiße. Der Informant. Hä? Achso, das war wieder nur eine Notiz. Mein Gott. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gerochener Männer. Stand auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay. Woanders kann ich ja nicht hin. Ich will nicht stören. Oh. Ich drücke immer die rechte Maus, halbe Maus, hast du gedrückt. Scheiße. Okay. Alles klar. Also bis jetzt eigentlich alles soweit easy. Ah, was haben wir denn da Schönes? Schönen Dank. Okay. Gut. So, alles easy, ne? Gehen wir wieder zurück. Was ist los? Fuck. Junge, du kannst nichts sehen, Digga. Schloch. Dumme Sau. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht. Das war jetzt... Okay. Das funktioniert ganz gut mit dem Zurückschauen. Na gut, okay, lass mich lieber gehen. So. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Wir schauen einmal hier in den Spind rein, ob alles okay ist. So, scheint alles gut zu sein. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Was haben wir denn da Schönes? Dokumente? Nix? Okay. Dann machen wir mal hier Mr. Hacker Boy, weil wir kennen uns nämlich damit aus. Quick Connected. Nee, Security System. Ja, dann... Oh, Kaffeetasse ist auch am Start. Sehr gut. What the fuck? Moment. Starte den Generator im Keller neu. Wir müssen uns eindämmen. Oh nein. Komm dazu. Geht's einfach da rein? Ich geh jetzt einfach da rein. Du siehst mich! Nein! Okay, ich muss gehen. Ich muss gehen. Lass mich aufstehen. Lass mich aufstehen! Keller.
Oh mein Gott! Oh! 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 Okay. In die Ruhe in Person. So, weiter geht's. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen. Ich bin komplett durch. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht. Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Was? Miss Jackson? Und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Oh Scheiße. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisungen genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Okay. Scheint alles ganz gut zu klappen. Okay. Eieiei. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Ich brauche ein Tuch. Ich muss mir meine Hände trocknen. Ich schwitze leicht. Und habe Angst. Nein. ich würde sagen, der erste Test ist geglückt. Wir würden uns dann hoffentlich dann zur nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ein Abo wäre natürlich richtig nice. Darüber würden wir uns definitiv auch sehr, sehr freuen. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr von Horrorspielen im Allgemeinen haltet. Und ob ihr vielleicht irgendwelche Empfehlungen habt, die ich vielleicht auch mal antesten kann oder durchzocken kann. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Aber ich bin guter Dinge. So. Mit diesen Worten beenden wir die Aufnahme und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.